Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bob's Mod. Mein Name ist HotSC und letztes Mal haben wir uns hier unten mit der petrochemischen Anreicherung beschäftigt, so dass wir die Produkte, die wir im Überfluss haben, zu Flüssiggas hin verarbeiten können, so dass wir hier etwas mehr rausbekommen. Aber wie ihr seht, steht nun hier alle Raffinerien, weil wir genügend Schwefel haben. Was wir heute angehen wollen, ist der erste Schritt in Richtung Roboter. Und dafür brauchen wir Batterien, Elektromotoren etc. Das heißt, für Batterien brauchen wir Schwefelsäure. Und die Schwefelsäure, die können wir wahrscheinlich die können wir nicht direkt aus Schwefel produzieren. Wir müssen das entweder über Schwefelwasserstoff oder Schwefeldioxid machen. Und ich denke, wir machen das über Schwefelwasserstoff, denn für die weitere Verarbeitung brauchen wir dann nur noch Sauerstoff dazu, was hoffentlich etwas einfacher ist zu bekommen als Wasserstoffperoxid. Dafür werden wir aber einige der Rezepte umstellen müssen. Und zwar, was wir brauchen, ist Schwefeldioxid, Schwefeldioxid, Schwefeldioxid. Bekommen wir hier immer nur Schwefel. Okay. Dann machen wir das so mit einem Rezept. Mit diesem oder diesem. Ich denke diesem hier. Und da werden wir wahrscheinlich das hier abklemmen müssen. Ja. Und wir machen hier 3, 4 Maschinen. So, dann können wir hier hinten das Wasser anschließen. Und das führen wir einfach hier nach oben durch. Und werden dann hier eine Verbindung haben. Einen Tank dran. Und dann benötigen wir hier das als Eingang. Und wie bekommen wir Wasserstoffperoxid? Das machen wir hier. Und da brauchen wir Sauerstoff und Sauerstoff und Wasserstoff. Und wir haben das Ganze schon hier drüben in einem Tank. Das heißt, wir könnten das eigentlich
dann nur hier nach drüben legen. Das geht genau durch unseren Spalt durch. Aber wir müssen das noch aufspalten. Dazu brauchen wir Elektrolyse. Ich glaube, ich habe keine mehr in der Tasche. Mache mal zwei. Und vielleicht machen wir das dann einfach da. Hier Wasserstoffperoxid. Und dann das so. Voilà. Und dann verbinden wir das hier hinten so. Ich glaube, das können wir zwei näher machen. So verbinden. Das hier. Davon brauchen wir vielleicht ein paar mehr. Und hier vorne durch das und hier verbinden, ja, verbinden. Und zu wenig Rohre. Brauchen wir Strom. Ein paar mehr Rohre. Und einen Tank. Und da werden wir sehen müssen, ob uns das hier reicht oder ob wir mehr benötigen. So wie es aussieht, brauchen wir hier mehr Elektrolyse. Die sind hier drin. Den die Schwefelsäure, die legen wir da nach oben durch, denn die Batterien, die wollen wir da oben in der Nähe von unserem Bus herstellen, wo wir auch alle anderen nötigen Zutaten haben.
Nun sollten wir alles hier oben haben, um Batterien herstellen zu können. Und typischerweise überdimensioniere ich die Batterieproduktion so sehr, dass es keinen Sinn macht. Ich denke, wir machen hier 4. Ah, die können wir etwas enger bauen. Denn wir haben hier nur einen flüssigen Eingang. Da müssen wir die Schwefelsäure ranbringen. Und das ist recht einfach. Machen wir hier. Denn wenn wir uns mal anschauen, wofür wir überhaupt die Batterien benötigen, das ist hauptsächlich für persönliche Dinge, etwas für die Roboter, Akkumulatoren, Flugrobotergestelle, mehr Akkumulatoren und Lasertürme. Dann hat es sich. Gut, machen wir hier einen gemischten Input hin. Hier brauchen wir Blei und Kupfer. Und zumindest für den Moment machen wir das mal so, wo wir noch keine Untergrundbänder hier durchziehen. Aber natürlich, sobald wir hier dann effektiv Bänder haben, dann werden wir hier auch die Untergrundbänder verwenden. Kunststoff haben wir hier. Und Blei ist wahrscheinlich da recht weit oben und wie immer zu wenig Untergrundbänder. Da haben wir Blei. Braucht das Ganze auch noch einen Ausgang. 2 hier, 2 hier. Einer geht auf kurz. Strom. Machen wir hier hinten große hin. Das Ganze überbrücken wir so, und wenn wir jetzt noch hier das Blei anschließen, dann bekommen wir hier hinten Batterien raus, die aber in die Richtung rausgehen sollen. Gut, das nächste dürften dann die Elektromotoren sein. Dafür brauchen wir
normale Motoren. Und da nimmt mich einfach mal das Verhältnis Wunder. Können wir hier das so machen? Das Verhältnis ist 1 zu 1. Und was wir hier allerdings berücksichtigen müssen, hier für die Elektromotoren haben wir einen Flüssigeingang. Das heißt, die Motoren können wir direkt reinknicken, aber wir brauchen auch noch die gelben Schaltkreise dazu. Und Elektromotoren, die produzieren wir bereits hier oben. Und die Frage ist, wie viel Elektromotoren wollen wir produzieren? Wenn wir auf 2 gehen, dann sind wir bei 16. Und ich glaube, das ist genau dieses Layout hier. Das heißt, wenn wir das Ganze quasi umdrehen und spiegeln, dann haben wir das, was wir brauchen, und können dann hinten die die Elektromotoren anschließen. Gut, ich mache den ersten Teil hier mal. Und an was mangelt es uns? Ah, die Schwefelsäure. Wahrscheinlich weil wir hier unten hier sind wir halb leer. An was mangelt es uns? Wasserstoffperoxid. Wir haben hier natürlich eine Ungleichverteilung von Sauerstoff und Wasserstoff. Wasserstoff bekommen wir doppelt so viel raus wie Sauerstoff. Das heißt, wir müssen hier etwas von dem Wasserstoff wegblasen, damit wir eine konstante Produktion hinbekommen. Das ist aber alles keine große Hexerei. Denn wir machen hier einfach einen Tank hin. Dann eine Pumpe. Die wir verbinden, und wenn wir hier mehr als 5000 drin haben, dann pumpen wir, und dann brauchen wir hier nur noch Strom. Und dann läuft auch das hier wieder und wir bekommen Schwefelsäure. Aber wie gesagt, ich mache mal den ersten Teil für die Elektromotoren fertig, und der zweite Teil sollte dann recht einfach hinten dran zu kleben sein. Das Layout habe ich hier schon mal etwas vorgezeichnet, und das Ziel ist dann eigentlich, dass wir hier mit den Untergrund
Rohren das Schmiermittel reinbekommen. Und dann auf dieser Seite brauchen wir die hier. Die müssen lang sein. Und dann Output hier auf dieser Seite. Auch die müssen lang sein. Und dann brauchen wir hier noch etwas davon. Und wenn wir das Ganze jetzt kopieren, dann sollte sich das ausgehen. Allerdings, hier unten sind nicht 16 Maschinen, sondern nur 12, denn hier unten stoßen wir an das Zinnfeld, das wir nicht verbauen möchten. Das wollen wir zuerst abernten, bevor es ans Eingemachte geht. Und jetzt, wo wir alles angeschlossen haben, haben wir auch die Elektromotoren hier auf dem Band. Natürlich wieder einmal mit zu wenig Förderbänder in der Tasche, so dass ich das bis hier rauf legen könnte. Und ich denke, wir müssen den Bus noch etwas verlängern, bevor wir dann in der nächsten Folge die restlichen Zutaten uns beschaffen, die wir benötigen für die Bauroboter. Wenn wir das kurz anschauen, das sind die hier. Das haben wir alles schon irgendwo produziert, sollte daher keine große Sache sein. Und das sieht auch nicht allzu kompliziert aus. Und mit dem können wir dann auch die Flugrobotergestelle bauen und uns so die ersten Bauroboter verschaffen. Aber ich denke, auch dann ist es noch ein bisschen ein weiter Weg, denn wir müssen auch dafür sorgen, dass wir die in unsere Rüstung mit reinbekommen und sie fliegen lassen können. Aber das wird uns mindestens die nächste, vielleicht auch noch die übernächste Folge beschäftigen. Also bis dann und tschüss.